hinten aber mein Busch. Der macht es, Freunde. Der Schuss hatte keine Wirkung wegen meinem Busch. Das Busch ist aber Bestel. Von diese kleinen Schüsse fürs von Sniper und so ist dieser Busch perfekt. Das einzige, wo du Schaden bekommen kannst beim Busch, ist unten bei den Füßen. Das heißt, ein Rocket Launcher kann dich im Busch Schaden geben. Das müsst ihr beachten. Weil der Rocket Launcher genau eine Schussrate von hier bis da hat. Das ist eine sehr weite Schussrate. Das heißt, wenn ich hier jetzt, wenn ich jetzt hier bin und hier Rocket Launcher hier hingepackt wird, also hingeschossen wird, dann werde ich auch getötet. Wenn du auch wenn du Busch hast, du kannst es einfach nicht weggehen. Das einzige, was du machen kannst, ist weggehen. Aber du kannst den Rocket Launcher Schuss nicht blocken, bis auf bauen. Aber zum Beispiel mit so welchen Elementen wie Busch. Ist da noch was? Nee, da gibt's nicht mehr. Nur dieser Busch ist wie ein zweiter Schildtrank. Halt, es ist ein Schildtrank, der praktisch gesehen einfach jeden Schaden, der da reinkommt, aufnimmt und dann sofort kaputt macht. Ist aber trotzdem sehr gute Idee. Man kann sich gut da drin schützen. Meiner Meinung nach ist der Busch viel besser geworden. Dieses Schutzsystem ist perfekt. Kennt ihr das? Ihr habt 50 Leben und dann findet ihr einen Busch. Er hilft. Das hilft ja. Da kann ein Schuss durchkommen, wie er will, und der kommt da nicht durch. Der kommt einfach nicht durch. Immer das gleiche, die Hunde so. Bleibt da irgendwie stehen. Und wird zum Lasern gesaugt, jetzt aber nicht mehr. Der Loot ist hier so runtergefallen, so. Wo ist er dann gelandet, aber? Das müsste, glaube ich, etwas weiter unten sein. Wo sind? Ja, hier drinnen. Hier habe ich schon ein bisschen davon gelootet. Ich werde sofort angeschossen. Da. Und bist du so lost? Willst du mein Jagdgewehr no scope sehen? Dann. So, hier. Geknüppelt. Du kleiner Ben. Wird mich ja wieso irgendwann entdecken, weil ich selber in die Zone will und selber mit dem Hängegleiter fliegen will. Was ist auf einmal hinter mir?
keine Mats. Kaum Mats. Ich farm hier mal ein bisschen. Ich würde mal sagen, ich sollte meine Hängegleiter wegschmeißen und die Bandagen mitnehmen. Bitte. Och, die nächste Zone ist so schlimm. Jetzt schmeiße ich mein Jagdgewehr weg. Boah, ich kann nie mit meinem Jagdgewehr rumfuchteln und Leute trollen. Nie. Oh, ich habe die falsche Richtung genommen. So. Oh, kein Metz wieder mal. Ich fast immer. Ich hab scheiß 6 Kills. Ich kann so schnell gesandwiched werden. Das kann man sich nicht vorstellen. Ganz kurz muss ich so machen. Ist zwar oben offen, aber ich muss da auch was machen. Und meine Metz, die ich verbrauche, weil ich gerade erst 39 habe. Ab, und die nervige Zone, die wieder 740 Meter ist. Nice. Danke für die Bandage, die brauche ich auch. Ja, dafür muss ich halt meine ganzen Mats verbrauchen. Geil! Geil! Och du Paul Berger. Ich hab keine Mats, lass mich in Ruhe. Du Lündenberger Bratwürstchen. Oder Paul Berger. Och, da kommt diese... Ja. Er hat mich. So. Er hat. Okay. Ich dachte, er hat hier beim. Ich muss den aus diesen Augen da rausbekommen. Jetzt muss ich. Jetzt kann ich gehen. Ich seine Truhe. Och nee, es knallt. Renn ins Haus. Sonst hätte ich gleich zu Hühnerfrikassee gemacht. Och nein. Och nein. Ich habe keine Mats. Ich muss an die Seite gehen, was mir sehr viel kostet. Scheiße. Ich habe nämlich noch Mats, Bruder. Sie liegen Mats. Die liegen auch von da. Die musste ich mitnehmen. Die musste ich einfach mitnehmen. So. Scheiß Baum! Ah! Kann man eigentlich zwei Blöcke fliegen? Okay, ich meinte zwei Treppen. Ich wollte nur mal gucken. Die Sohn muss mir mal Bananen gönnen, weil es ja gleich zweier Ticks kommen. So. So. Jetzt kann ich eigentlich in die Zone. Ich habe aber nicht mal Mats. Jede Runde habe ich keine Mats. Wie ist das möglich? Jede Runde komme ich aus dem Sturm. Das erste, was ich sehe, die Zone. Ist so ganz leicht, ne? Und dann geht die Sonne bis da. Was ist das? Und das passiert jedes Mal. Hm.
Heute ist zwar unlucky, aber ich kann es schaffen. Egal wie unlucky ist es. Jetzt sind sogar meine Hängegleiter weg. Wo ist der Typ auf einmal? Oh, da ist ein Jumphead. Dann ist er wohl abgezischt. Das ist gut, denn hier liegt noch sehr viel Loot. Reimt sich auch. Oh, Scheiß. Pyramide. Erwarte, was da drin ist. Ich erwarte es. Ein mieser Camper. Ist keiner. Okay, ist ganz komisch. Da haben wir noch eine Truhe offen. Dann gönn ich immer. Mir mal. Aber ich bin wirklich froh, Metz zu haben. Ich bin wirklich froh. Froh wie ein Hof. What the heck? Letzter Gegner. Wünscht mir Glück, Leute. Letzter Gegner. Jumphead. So. Da ist er. Traps ausgewählt. Und Angriff. Ist das dein Ernst? Du schießt mich runter! Kannst nur auf, weil du High Ground hast, nicht sofort gewinnen!